Willkommen, ihr Lieben, in Folge 33 unseres Let's Plays von Guild Wars 2 mit unserem Charakter Rufus Rauchtatze in den Feldern der Verwüstung, weil ich mich dazu entschlossen habe, hier hinzugehen. Ich mag keine Zentauren oder Zentauren in Massen und die hätten wir ja im Prinzip im Harati-Hinterland-Hochland. Ich verwechsel das immer mit dem Arati-Hochland, glaube ich, das es ja in World of Warcraft gibt. Aber betrifft uns ja jetzt nicht mehr, denn wir sind ja jetzt in den Feldern der Verwüstung. Und wenn ihr hier ankommt, dann seid ihr im Prinzip hier, weil ihr durch dieses Tor hier schlüpft. Ich kann das aber auch mal eben machen. Dann seht ihr nämlich, von wo man da hinkommt. Nämlich aus Götterfels, hier aus der Rurik-Stadt. Genau. Ja, das gucken wir uns heute aber nicht an. Also was wir uns natürlich mal anschauen können, ist die Stadt und die Ausmaße dieser Stadt. Das ist einfach immens. Also was ArenaNet wirklich gut kann, ist das Gestalten von Spielwelten. Da gibt es überhaupt nichts zu meckern. Das war schon bei Guild Wars 1 so und ist hier genau das Gleiche. Was wir als erstes machen jetzt hier in den Feldern der Verwüstung ist, ja, ich mache das Interface mal an, sonst sehen wir nichts. Und dann gehen wir schnurstracks hier zu dieser Sperrin, weil ich glaube, diese Sperrin ist sowieso das Erste, was man hier im Prinzip besucht, um sich ein bisschen zu orientieren. Wenn ich das nicht eh schon gemacht habe. Das ist ein Typ. Entschuldigung. Aber im Innern gibt es nach wie vor Probleme. Auf den Märkten und in den Wohnvierteln der Menschen arbeiten die Separatisten für ihre Sache und sorgen für Streit und Zerstörung. Wir von der Ebon-Vorhut müssen darauf achten, dass unsere Ausbildung und Vorräte mit diesen Bedrohungen Schritt halten. Selbst die Schwarzflügel-Ausgrabung hat Schwierigkeiten in diesen Zeiten des Wandels. Gott, oh Gott. Die Schwarzflügel-Ausgrabung. Ja, also die Stadt hier hat natürlich auch was, muss ich sagen. Wenn ich diese Mauer sehe, muss ich immer an die Serie Colony denken. Ich weiß nicht, wer die kennt. Wo ja auch solche Wände dann durch die Großstädte gezogen werden. Nach dieser Alien-Invasion. Das kann ich wirklich empfehlen, wer sie nicht kennt. Ne? Schaut euch die an. Das ist sehr cool. Und hat viel mehr von Realismus, als man denken mag. Oh, hier gibt es einen Karma-Verkäufer. Warum? Ich bin auf der Suche nach jemand anderem. Ah, der Karma-Händler hier ist von einem anderen Spieler gestellt worden. Deswegen können wir da nichts machen. Verstehe. Hm. So. Und dann schauen wir mal. Ein Herz habe ich ja schon fertig. Das nächste soll dann hier sein. Das bietet man mir auf jeden Fall an. Ich schaue mal gerade noch was anderes nach. Ich könnte im Prinzip noch einen Taschenplatz freischalten. Ich habe ja die Diamanten. Ich sehe aktuell allerdings die Notwendigkeit nicht. Ich habe nämlich hier noch einen 8-Platz-Behälter. Und da hinten gerade so ein Banktyp ist, gehen wir mal zu dem hin und gucken mal gerade in unserer Bank, ob da nicht noch irgendwo ein größerer Behälter schlummert. Oh, süßes oder saures Taschen. Mhm. Platz mit 10, ja, Tasche mit 10 Plätzen, das ist ja toll. Was macht die denn in der Bank? Keine Ahnung. So, ich habe so viel Kram, der hier nutzlos rumgammelt. Mhm. Aber Taschen, glaube ich, habe ich schon rausgenommen. Die habe ich schon rausgenommen und ihm schon zur Verfügung gestellt. Was ist denn das hier? Elegie, Mosaik? Account gebunden. Ja, dann lass doch mal gucken. Ich kenne das gar nicht. Wo kommt denn das her? Was macht das jetzt? Ist das eine Suchgeschichte? Ja, offensichtlich. Moment mal gerade. Ich hole die anderen auch mal eben raus. Wenn's kaputt ist, setzt es was. Ja, dann setzt es was. Ich kann mich auch wehren. Okay. Die müssen zwischendrin hier was geändert haben.
Boah, die Sachen liegen ja schon länger bei mir in der Bank. An einen anderen Charakter seelengebunden. Wie lustig. Hm. So, habe ich denn noch irgendwas, was ich in die Bank schieben möchte, was ich aktuell nicht brauche? Da sind 10 Truhen. Hier. Die brauche ich nicht. Dann brauche ich die Bücher nicht. Die sammeln sich hier regelmäßig an. Charaktererweiterungsbücher. Ihr seht, ich könnte etliche Charaktere auf Maximallevel bringen, ohne zu groß zu spielen. Also ich würde das einfach mit einem Mausklick dann auf den Gegenstand bekommen. Brief von Ridlock, okay, den behalten wir mal. Und dann Kleinkrams. Papierschnipsel, das kann ich noch auslösen, okay. Dann gucken wir mal, was das hier ist. Das ist mit Sicherheit, naja, das wird einfach immer nur hinterlegt. Wofür denn? Keine Ahnung. Ja, Transmutationsladungen nehme ich immer gerne. Hier haben wir noch ein bisschen Chaos, ein Karma-Verstärker. Tut jetzt aber nicht weh, nehme ich natürlich. Und ansonsten, oh, ein Rezept. Mhm. Herstellung eines Henkerbeils. Aber ist ja nur für einen Waffenschmied interessant. Also einer meiner anderen Charaktere. In dem Fall. So, können wir jetzt noch irgendwas kaputt machen hier? Ja, die Sachen, die ich noch brauche. Mehr ist nicht. Also aktuell sehe ich nichts anderes. Was immer noch nicht geht und was ich wirklich nicht verstehe, ist, dass man diese edlen und überhaupt Wiederverwertungssets, wenn man eben mehrere hat im Inventar, dass man die nicht stapeln kann. Also ich bin jetzt keiner, der immer guckt, oh, welches habe ich denn benutzt von den Stapeln. Und das benutze ich natürlich dann weiter, sondern ich benutze einfach. Und dann passiert es halt, dass das eine noch 5 hat und das andere hat noch 8. Aber man kann sie eben nicht zusammenlegen. Okay, warum? Weiß ich nicht. Entzieht sich meiner Logik. So, wir nehmen hier den Punkt mit. Das Herz des Falken. Mal gucken, was da steht. Hallo? Scheut keinen Preis in Gold oder Blut, trauert nicht um uns, der Tod im Kampf ist gut. Okay, bin ich ein bisschen anderer Meinung. Kein Tod ist gut. Aber es ist ja ein Spiel und nicht das reale Leben und von daher, ja. Dann mal weiter. Ich habe jetzt bewusst nicht den Wegpunkt genommen, weil ich die Stadt hier einfach ein bisschen zeigen will, die sich hier aus dem Boden stemmt. Wie super schön. Selbst so eine kleine Stadt hier ist super schön gemacht. Und es ist auch immer was los. Wer ist hier? Trilia Midwell ist doch ein NPC aus den Gildenaufgaben. Oh, da ist ein Event. Moment. Da machen wir doch mit. Verhindert, dass die Skrit die Ausrüstung der Vorhut stehlen. Ja, mache ich doch. Klar verhindere ich das. Wo sind die denn? Die Skrit. Meine Lieblingsrasse hier. Da, Skrit-Diebin. Wenn ich wegrenne. Oh ja, die sind auch vom Level her schon ein bisschen angenehmer. Da, 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 da. Ich muss mal gucken, ob ich nicht einen Skill habe, der verlangsamt. Also richtig Fernkampf, ja, ist ja nicht so doll, ne? Mit dem Wiedergänger. Also geht nicht so gut. Geht zwar schon. Ich weiß noch nicht, wofür der Kurzbogen nachher genutzt wird. Ob das jetzt Fernkampf ist oder ob das wie beim Zweihandkolben. Also Fernkampf ist wie beim Zweihandkolben oder ob das Nahkampf ist wie beim Stab. Also mit dem Stab macht man ja Nahkampf. Was ich immer noch super traurig finde, ist, dass man kein Großschwert benutzen kann. Das wäre so cool. Ich liebe Großschwerter in diesem Spiel hier. So, das war's auch schon. Dann haben wir noch ein Herz. Trainiert mit den Soldaten, tötet Skrit und helft bei der Reparatur. Bestätigt der Ausrüstung. Kann man was kaufen? Rezept Eisenlegion Helm. Okay. Ich bin aber kein Rüstungsschmied. Geht das hier noch weiter?
Irgendwie nicht, aber da ist eine Höhle. Da gehe ich mal noch rein. Ich muss das alles auskundschaften. Ja, das muss ich. Vielleicht finde ich hier ein paar Skrit. Oder kann Reparatur an Ausrüstung vornehmen. Da sind doch Skrit hier hinten. Reiten kann ich hier auch. Oh, das ist ja super. Na komm. Hallo. Oh, das geht schnell. Fein, fein. So, dann habe ich mir im weiteren Verlauf vorgenommen, von hier aus später in die Flammenkampfsteppe zu gehen. Also, das ist für mich das nächste sinnvolle Gebiet. Und dann von der Flammenkampfsteppe, ob ich da in die Eisenmark gehe, weiß ich noch nicht. Ich denke eher, es wären die Baumgrenzenfälle. Weil ich das Gebiet total gerne mag. Das ist super schön. So, hier geht nichts mehr. Hier ist auch das Herz zu Ende. So, was ist hier los? Oh, gibt es beschädigte Geschütztürme? Ich soll ja Ausrüstung reparieren, also macht das Sinn. Kurz mal dran gerubbelt. So, was ist mit dir los? Hallo. Ja. Hast dich nicht benommen? Da ist noch beschädigte Ausrüstung. Ihr sollt hier nicht tanzen. Helft doch einfach mal mit. Oh. Haben sie hier mal schön einen Dings gefangen. Ah, wie heißen die nochmal? Wie heißt die Rasse nochmal? Die Ebonfurt ist ungewöhnlich nervös. Die Explosion kostet noch nicht einmal jemanden einen Körperteil. Ich würde das Experiment einen vollen Erfolg nennen, was auch immer das für ein Experiment war. Wie heißt denn diese Rasse? Ich komme gar nicht drauf. Die gibt's hier oben. Da gibt's die. Ich komme nicht drauf, wie die heißen. Ich werde es nachreichen. Kruda? Kruda könnte sein. Oder Krudan. Aber schlagt mich nicht, wenn es nicht so ist. So. Dann schauen wir mal, ob wir hier noch irgendwie Ausrüstung finden. Ja, hier ist das Quest zu Ende. Also die Aufgabe ist zu Ende. Also nochmal zurück. So, dann noch was zum weiteren Verlauf des Let's Plays. Ich werde also diesen Charakter hier definitiv und ohne Diskussion nur bis Stufe 80 spielen. Und ab dann werde ich entscheiden, mit welchem Charakter ich das weiterspiele. Ich hab derbe Lust auf einen meiner bisherigen Charaktere. Also entweder den Ingenieur oder den Waldläufer, die ich super gerne spiele. Und da gibt es ja auch neue Klassen, also neue Heldenformen. Wie nennt sich das? Heldenklassen? Elite-Spezialisierung. Hier, das da. Und ich hätte auch gerne den Wiedergänger mit Kurzbogen gespielt, aber das geht halt erst ab 80. Leider. Und von daher, ja, bleibt uns das halt vorbehalten. Natürlich könnte ich jetzt bis 80 spielen, mit 80 dann die Elite-Spezialisierung reinnehmen. Aber ich würde gerne was anderes zeigen, sage ich ganz ehrlich. So, der Punkt ist weg. Ich muss mir das Herz noch fertig machen. Und warum man diese Elite-Klasse auch erst mit 80 spielen kann, das verstehe ich auch nicht. Denn es macht ja total Sinn, so eine Elite-Spezialisierung in das Spiel reinzubringen, damit die Leute einfach nochmal Lust haben, einen neuen Charakter zu spielen. Mit einer anderen Spezialisierung. Und nicht erst ab 80, sondern auch vorher schon. Also, vielleicht verstehe ich da auch irgendwas falsch. Das mag ja durchaus sein. Aber ich hoffe, dass die Erkenntnis mir dann irgendwann kommt.
Und ich verstehe, warum ArenaNet das hier so gelöst hat. Zum einen bringen sie die Reittiere rein, damit man auch in niedrigen Leveln schon reiten kann und möglicherweise schneller von A nach B kommt oder mehr Spaß dabei hat oder was auch immer. Zum Zweiten, by the way, ich wünsche mir übrigens ein Reittier, mit dem man jemanden mitnehmen kann. Das wäre richtig cool, vielleicht kommt das auch noch. Zum Zweiten bringen sie aber entgegen dieser Änderung die Elite-Spezialisierung nicht für die niedrigen Level. Oder ich muss vielleicht auch meinen Wiedergänger erst auf 80 haben, bevor ich das dann nutzen kann. Kann ich nicht nachvollziehen, weil mir da die Erfahrung fehlt. Sehr schwierig. Ah, sehr gut. Das macht Spaß. Ich mag die Elite. Und bald habe ich auch meinen Greifen, hoffe ich mal irgendwann. So, zack. Jetzt will die Reihenfolge mal merken. Ja, erst das hier, dann das hier, weil das ist ja ein Kombofeld. Und jetzt gehen wir hier raus. Vielleicht suchen wir auch noch den Händler. Oh, der ist ja direkt vor der Tür. Na komm. Dann wollen wir mal. So, was haben wir denn da? Grün ist immer super. Okay, das ist aber schlechter als das, was ich habe. Wundert mich auch nicht. Pistole kann ich nicht tragen. Sehr schade. Wundert mich auch nicht, weil die Aufgaben hier sind für 32. Ich bin schon 38. Und von daher macht das natürlich keinen Sinn mehr, da groß zum Händler zu gehen, weil die Gegenstände sind einfach für 32 gedacht und bringen mir halt nichts mehr. So, dann machen wir die Aussichtsgeschichte hier noch, das Vista. Vista? Ah, wunderschöner Blick hier auf die Stadt. Die haben hier natürlich die Bretter nur hingelegt, damit man hier leichter hochkommt. Klaro. Boah, die Mauern. Da hinten ist das große Tor, das schauen wir uns auch noch gleich an. Ja, dann schauen wir uns jetzt erstmal hier das Panorama an. Schöner Blick hier über die Stadt, in der wir allerdings nicht lange bleiben werden. Was sagt die Karte? Die Karte sagt, dass es da hinten weitergeht. Gut, ich will halt einfach nichts übersehen. Oh. Dach. Ui. Das war doof. Aber zum Glück nichts passiert. Oh, hier eine Menge Grabsteine. Da hinten ist auch eine Herausforderung. Okay. Grabsteine haben die Angewohnheit, in Guild Wars 2 immer auch eine Aussage zu haben. Also wenn ihr in so einem Grabstein mal steht, klickt mal dran. Oder heißt sogar Rufus, was ein Glück, ne? Der Tod des Sohnes hat das Leben des Vaters gebüßt. Mhm. Rufus Tirk. Viele wissen das nicht, aber sehr viele, also einige dieser Grabsteine, verweisen auf NPCs aus dem ersten Teil von Guild Wars. Ein Sonnenschein in einer von Mauern umgebenen Stadt, Lucy Muckhouse. Also verweisen auf NPC, die natürlich mittlerweile tot sind, weil das Spiel, dieses Spiel hier, spielt ja 250 Jahre später. Im Gedenken an alle mutigen Kämpfer, die ihr Leben ließen. Wir ehren euren Tod, Askalon, vergisst euch nie. Hauptmann Langmar, die in die Schlacht uns führte, und Hauptmann Gwen Thackeray, die diese Heimat uns zeigte, vergessen seid ihr nie. Ja, Thackeray. Gwen Thackeray. Und Logan Thackeray ist ja ein
Nachfahre, ein schlichtes Denkmal markiert die letzte Ruhestätte von Gwen Thackeray, Heldin von Ascalon, Kommandeur der Ebon Vorhut, geliebte Ehefrau von Leutnant Kieran Thackeray und Urgroßmutter von Hauptmann Logan Thackeray. Also sehr viel Story hier. Schade für diejenigen, die Guild Wars 1 nicht kennen. Ja. Aber es lohnt sich durchaus, sich da mit der Geschichte mal auseinanderzusetzen, weil hier viele Bezugspunkte sind, die das sehr spannend machen, wenn man auf sowas steht. So, zack. Und noch was, was vielleicht der ein oder andere nicht weiß. Man kann in den Städten auch immer mal gucken, wo eine Tür offen ist. Guck mal gerade, ob ich hier eine finde. Und da ins Haus gehen. Denn auch im Haus selber wurde Wert darauf gelegt, dass sehr viele Details erhalten bleiben, die das ganze Spielerlebnis hier so immersiv machen. Hier ist das natürlich nichts, ja. Ist immer so Vorführeffekt. Also da oben gibt es keine Tür oder ähnliches, wo man reingehen kann. Ich sehe auf jeden Fall keine. Ist nur so ein Turm. Aber wir müssen hier sowieso noch alles entdecken. Sehr schön hier die Greifvögel oder Greifen mit den Laternen. Toll. Ich mag das voll gerne. So, und hier geht es in den Steinbruch. Okay. Wenn ich jetzt hier so mache. Ja. Yeah. Was dafür einen Erfolg gibt? Ja, wer weiß. Motiviert die Arbeiter, beseitigt alle Gefahren vom Arbeitsplatz. Alles klar, die Berufsgenossenschaft ist da. Dann wollen wir mal. Beseitigt heißt, ich werfe das einfach weg. Natürlich auf die Fledermaus, klar. Zwei Fliegen mit einer Klappe, würde ich gerade sagen. Aber das passt ja dann nicht. Eher zwei, die fliegen mit einer Klappe. So, zack. Heilung. Und sind auch noch Fledermäuse. Motiviert die Arbeiter. Faule Bergarbeiterin. So, jetzt habe ich die ein bisschen getreten. Und dann arbeitet die wieder. Was ist mit der Nervösen hier? Hier helfen wir mal gerade Ressen. Festbocken. Weg damit. Ah, ich erinnere mich, hier unten war doch auch irgendwas. Gab es hier nicht ein Event? Irgendwie hier ist so ein fauler Bergarbeiter. Aufstehen. Mann. Arbeite mal was. Na. Wupp. Die arbeitet. Die muss ich nicht motivieren. So, was ist hier los? Da ist eine Fledermaus, die werden wir erstmal beseitigen. Hm. Gott, der arbeitet schon, den muss ich nicht motivieren. Vielleicht muss ich den Packbullen hier motivieren. Fledermaus ist immer noch am einfachsten. Da steht auch einer nur rum. Ah. Na? Da sitzt einer in der Gegend rum. Das geht gar nicht. Ja, motivieren bringt aber nicht so viel. Finde ich. Was ist mit dem Wüstentorwächter hier? Dieses Portal ist zum Schutz von Ebonfalk geschlossen. Ich kann niemanden passieren lassen ohne die Genehmigung von Hauptmann Samuelson oder Königin Jenna selbst. Wo geht denn das hin? In die Kristallwüste? Also könnte es theoretisch einen direkten Zugang geben von hier in das neue Gebiet? Ins Wüstenhochland? Theoretisch. Aber es lassen sie nicht zu. Und wenn man da jetzt ungesehen hochspringt, kriegt man wahrscheinlich Ärger oder wird gekillt. Kenne ich ja schon, dass da. Verlasst dieses Gebiet oder ihr werdet
sterben. Also da komme ich auf jeden Fall nicht durch. Auch wenn es so schön danach aussieht. Aber es ist nicht so. Es geht nicht. So, hier kann ich noch hoch. Okay. Hier ist aber eine unsichtbare Wand. Merke ich direkt. Vielleicht kann man noch mal sehen, was dahinter ist. Natürlich nichts dahinter. Klar. Das soll schon dahinter sein. Okay. Das geht. Das geht auch. Ne. Warum auch immer. Also der Absatz ist da. Aber der Hase bleibt nicht hängen. Wahrscheinlich wieder unsichtbare Wand. Gut. Würde ich jetzt auch nicht riskieren, da zu sterben. Sage ich ganz ehrlich. Wir machen noch ein paar Fledermäuse und dann müsste es das gewesen sein mit dem Herz hier. Eigentlich wollte ich in der Folge auch noch aus der Stadt raus. Die mal gerade ranziehen. Ja, komm. Schlecht. Das können wir aber besser. Mal eben hinrollen. Hallo. So, kommen die anderen mit? Nö. Warum nicht? Hier, Mädels. Ihr gehört mir. Ja. Ein System fällt mir übrigens auf, dass es ebenfalls in... Oh, was ist denn das hier? Ein Erdelementar. Wo kommt der denn her? Ein System fällt mir auf, dass es in Herr der Ringe zum Beispiel auch gibt. Nämlich dieses willkürliche Bewerten von diesen Balken. Also wie viel, sagen wir mal, Tätigkeiten, die in diesem Herz genannt werden, brauche ich, um den Balken zu füllen. Und da gehen einige sehr schnell und andere, wie das jetzt hier zum Beispiel, da braucht man viel länger. Und dieses System habe ich noch nicht durchschaut. Warum ist das so? Und wahrscheinlich ist es wie in Herr der Ringe Online auch. Da ist so ein Entwickler, der hat einen Würfel. Und dann würfelt er einfach diesen Wert aus. Wie früher beim Pen und Paper. Und dann wird das einfach festgelegt und das war's. Ja. So wird das gemacht. Natürlich nicht. Aber so stelle ich mir das vor. Weil eine andere logische Erklärung habe ich nicht dafür. Ich brauche hier jetzt schon viel länger als bei dieser ersten Aufgabe. Und anderen Aufgaben, die ich bisher schon gemacht habe. So, das müsste es sein. Jawohl. Oh, und Stufe hoch. Fein, fein. Die 40 rückt immer näher. Und damit dann auch die... Oh, ein gelber Gegenstand. Nehme ich natürlich Kraftpräzision. Zustandsschaden. Zähigkeit, Vitalität, erlittene Zustandsdauer. Zustandsschaden, Kühle. Zustandsschaden, Kühle. Präzision, Zustandsschaden. Deswegen, ich würde die jetzt hier nehmen wollen. Weil ich jetzt nicht ins Detail gehen will und genau nachschauen will, was bringt mir jetzt was, was bringt mir jetzt nichts. Der Punkt ist einfach... Wir sind hier in einem Levelgebiet, wo man auf sowas noch nicht wirklich achten muss. Weil man ist hier so schnell durch. Macht keinen Sinn. Ich krieg bald schon wieder neue Sachen und dann ist es eh schon wieder hinfällig. So, was sagt der Speer? Auch wenn die Char sich von Ebon Falkes Mauern zurückgezogen haben, haben die Oger die Ruhe genutzt, um Lager in freien Gebieten aufzuschlagen. Wir versuchen, durch die Pioniersenke vorzurücken, um die Ogre am Vordertal aufzuhalten. Das ist eine blutige Angelegenheit. Natürlich. Wir wären für jede Hilfe beim Zurückdrängen der Ogre dankbar. Naja. 34%, falls ihr es nicht gesehen habt. Die Vorhut versucht, den verlorenen Haufen zurückzuerobern. Helft ihr, wo es geht. Hier müsste ich im Prinzip durch sein. Hm. Bin ich auch. Die Aufgabe ist für Stufe 33. Diese Aufgabe hier ist
Der Stufe 32. Also es geht im Prinzip in beide Richtungen im gleichen Levelbereich weiter. Okay. Und hier oben ist man relativ schnell, glaube ich, auch im Bereich so um die 40. Hier 35, okay. Und hier unten ist ja dann recht flott Schluss. Und dann geht es sowieso nach oben weiter. Deswegen würde ich dann hier weitergehen. Wegpunkt. Ah, ich mag dieses Gebiet total gerne. Dieses Herbstliche und so. Diese Farben sind so toll. Das habe ich schon gesagt, glaube ich. Ja. Ogre-Angreifer. Naja, komm, das nehmen wir noch mit. Hier, Event. Schadet keinem. Vorhuttor. Gebäude in verlorener Haufen übrig. Wie komme ich denn da rein? Ah, da ist eine Tür. Offen. Ah ja, guck mal hier. So, dann mal. Fläche hin. Feuer. Feuer ist immer super. Noch eine Fläche. Ein paar Zustände. Fein. Verteidigt verlorene Haufen gegen die Oger. Was auch immer. Kein Thema, machen wir. Oh, okay. Wir haben Tiere dabei. Super. Oh ja, das macht Spaß. Gruppenschaden. Ich habe da gerade irgendwas geheilt. Warum? Mit was habe ich geheilt? Mal gerade hier aufheben. Oh, da hinten geht schon weiter. Dann hebe ich nichts auf. Zack. Jetzt haben die das hier kaputt gemacht. Aber nicht, dass das scheitert. Das wäre echt blöd jetzt. Ist ja blöd, weil die aus zwei verschiedenen Richtungen kommen. Ja. Da hinten geht schon weiter. Vielleicht kriege ich den noch gerest. Ne, kriege ich nicht. Na, ja, da drüben müssten gleich wieder welche kommen. Weil die restlichen drei müssen wir jetzt wirklich mal aufpassen, dass die nicht verloren gehen. Ah, oh, ist der nächste schon. Oh, einen werde ich jetzt ressen. Na, das sind die Zelte, wenn ich das richtig sehe. Oh, die halten noch ganz schön was aus. So, hier mal gerade noch ressen. Aber die nächsten kommen von hier. Das lasse ich auch gar nicht mehr rein. Oh, da hinten sind auch welche. Super. Und das Zelt ist, glaube ich, schon angeschlagen. Ja, lass mal eben. Ah, nicht auf das Zelt, Leute. Das Zelt hat euch nichts getan. Ne? Oh, Mann. Komm schon. Hopp. Komm her. Gut, ich bin auch alleine. Was kommt noch dazu? Was ist das für eine Truhe? Oh, ein Rezept. Und zwar ein orangenes habe ich gefunden. Das dürfte die letzte Welle sein. Und die zweitletzte. Na, die zweitletzte. So. Jawohl. Aber knapp. Aber egal. Geschafft ist geschafft. Lasst sehen, ob ihr Geld dabei habt. Ja, hab ich. Gibt schon Stahlwerkzeuge. Oh, ich habe das total vernachlässigt. Holzstein und so ein Zeug einzusammeln. Obwohl ich ja die ganze Zeit durchs Low-Level-Gebiet gezogen bin. Sowas. Lag da noch Loot?
Nein. Oh, schaut mal, wie die Sonne hier durchfällt. Ach, großartig. Wo ist denn hier... Da ist noch eine Sehenswürdigkeit. Dann müsste ich im Prinzip so 40% haben. Hoffe ich. Da. Habe ich die? Nicht ganz 37, aber da drüben war doch noch was. Da ist ein Herz. Okay, dann machen wir das nächste Mal weiter. Das Herz hier machen wir das nächste Mal. Da. Was ist denn das hier? Metallschrott? Bestimmt hier abgeben. Ah ja, natürlich. Aber es hilft nichts. Das nächste Mal machen wir hier weiter. Ich weiß nicht, ob ich fertig werde, aber auf jeden Fall werden wir ein gutes Stück weiterkommen das nächste Mal. Freue ich mich schon drauf. Lasst mich nur eben noch gucken, ob wir Punkte haben, die wir vergeben können. Ich habe aktuell den... Was habe ich denn dabei? Assassinen und den Dämonen. Warum habe ich den Assassinen drin? Keine Ahnung. Aber ich habe genug Punkte, um mir die Elite zu holen. Dann mache ich das jetzt auch. Und dann ist das auch erledigt. Das passt. Und das hier werden wir dann das nächste Mal weiter trainieren. Eins von beiden kann ich ja nur reinnehmen. Das habe ich ja mittlerweile gelernt. Haha. okay. Dann danke ich euch fürs Zuschauen, für euren Daumen, wenn es euch gefallen hat. Wenn es euch besonders gut gefallen hat, dann hinterlasst ein Abonnement und empfehlt mich euren Freunden. Und wir sehen uns dann am nächsten Freitag wieder. Ihr wisst ja, dass ich ab 40 dann die Story nochmal mache. Vielleicht werde ich die auch streamen. Schauen wir mal. Ich hatte auch versprochen, dass ich mehrere Folgen die Woche hochlade. Das ist im Moment zeitlich einfach nicht zu machen. Wenn sich das nochmal ergibt, sage ich rechtzeitig Bescheid. Ich freue mich auf euch. Am nächsten Freitag um 18 Uhr geht's weiter. Bis dahin. Tschüss.